Moin, moin, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Okamis Tickpack. Und ja, was wollten wir machen? Jetzt habe ich dann natürlich ganz viel vorbereitet. Was wollten wir machen? Das hier wollen wir machen. Dafür brauchen wir Ender Quarry Speed Upgrade 2. Dafür brauchen wir Speed Upgrade 1. Das heißt, wir bauen so und so erstmal das erste. Joa. Eine Diamant Pickaxe mit Efficiency 1 ist dafür unser Ziel. Und die Dinger da. Jep, jep, zack. Falsches Inventar. So, dann haben wir mal wieder ganz viel gequarried. Und ich brauche noch mehr hiervon, aber das sollten wir ja hier hinten auch noch genug haben. So, und jetzt Plank, Plank, sa! Ja, sie juckt. So, das soll auf jeden Fall erstmal rein. Komm her! Reichen! Ganz doll reichen, ohne groß bös zu vergleichen. So. 1, 2, 3, 4, wie viel waren es? Egal, 4 Stück. Dum, dum, da. So, Konzentration am Arbeitsplatz. Speed Upgrade Nummer 1. Hier brauchen wir 2 für. Da brauchen wir 2 für. Die 4 haben wir. Und hier brauchen wir dann nochmal 2 für. Das heißt, wir müssen noch 1 machen. Zack. Gut. So. Das ist in der Quarry Upgrade Base. Dass das jetzt nicht funktioniert mit dem Connecten, aber vielleicht mal. Keine Ahnung. Da brauchen wir die im Übrigen auch für. Lalalalala. Einen haben wir ja noch. Das heißt, den da und das da. So langsam ist hier echt voll. Die Laube mal wieder. So, 3 Dias. Die ersten 3 von vermutlich vielen. Und keine Sticks. Keine Sticks. So ein Stunk aber auch. Oh, boop. Ja, den Slammerleiser können wir, glaube ich, auch langsam mal aus Inventar schmeißen. Ich glaube, den haben wir jetzt genug. Was macht unsere Quarry eigentlich da hinten? Wie sieht es inzwischen aus? Decke ist auch alles da. Wunderbar. Wahrscheinlich wird sie fertig sein, bevor wir das Ding fertig gebaut haben. Aber hey! So, ach ja, zaubern müssen wir dafür ja auch. Muss ich mal gucken. Flip! Efficiency 3 haben wir hier sogar schon. Geil! Und ein Efficiency 1 haben wir auch. Noch geiler! So. So. Kurz in dich hinein. Du mit dem. War noch Efficiency 1. Nur nochmal zur Sicherheit. Efficiency 1. Jawohl. Und bang. Und wir haben das erste Stüfchen. Du kommt der zweite, wo wir Efficiency 3 für brauchen, was wir zum Glück auch schon haben. Hahaha. Nur, wir brauchen wieder eine Dia Pickaxe. So, Efficiency 3. So. Mal so als Neugier-Rezept. Enchanted Book mit Reading Glass macht Reading 1. Flimflam Reading. Enchanter. Mit 36, okay. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich brauchen wir hierfür dann sogar noch mehr, ne? 2 Efficiency 5. Yay! Und so habt ihr es. Sie werden so abnehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Können wir gleich beide machen. Und mit dem Redstone, den wir haben.
da. Flimflam. Flimflam. Da. Efficiency 3, 4, 5. Also 60 brauchen wir. Gut, Buckenquill und 60. Alter, teuer. Auch unschön. Wir brauchen, ja, okay, wir brauchen ein Buch, eine Feder und Tinte. Oh Gott, das Leder. Das Leder! Das ist ja nicht mehr so wirklich da, ne? Hey. Haben wir nicht vielleicht noch... vielleicht irgendwo Buch? Hallo? Böp. Computer says no. Wir können natürlich auch die Tinker-Variante ohne Leder machen. Oder wir gehen mal kurz unsere kleinen Rinder besuchen. Da nehmen wir mal ein bisschen Weizen mit, weil wir so vorher nochmal vermehren. Weizen. Oh, so viel Weizen habe ich ja gar nicht. So. Hier vielleicht noch eine Ausflugschneise. Gut. Hopp, zack und top. Opti, mopti, popti. Da. Hallo, meine lieben Gerätsviecher. Hallo, ihr Emmas, wie geht's euch? So, da rennen wir jetzt mal wild durch, machen ordentlich Liebe. Oh yeah, make love, lala. Not Warcraft, yeah. Der wird auch nicht langweilig. Gut, sieht alles gut aus. Geronimo! Das ist schon ein bisschen mies. Wie unser Klaus Kleber sich hier durch die Rinder schlägt. One hit! Und alles tot. So, das soll erstmal reichen. Soll ja noch ein bisschen was da sein, dass sie ein bisschen Milch saugen können, die armen Kleinen. Gut, dass unsere Gartenkuh das nicht mitbekommen hat. Die wäre jetzt vermutlich furchtbar traurig über diesen Zustand, der gerade passiert ist. So. Ja, Büb ist gut. Ich glaube, den Büb können wir langsam echt mal aus der Tasche schmeißen. So, Weizen. Ganz viel Fleisch. So ein bisschen, ne? Ganz wenig hat das ja gegeben. Wir waren ja ganz artig zu unseren lieben Kühen. So. Ha. Jetzt haben wir hier kein Zuckerrohr mehr. Ein Hör noch. La. Da. So, da konnten wir auf jeden Fall weit mit hin. So, kurz mal die Küche missbrauchen. Und mal kurz ein paar Büchlein machen. So, zack. Da. So. 1, 2, 3. So, halt. Das gute Rindsleder da wieder hin. Und wir können's. Ja, püp, verwerten. Hoppala. Da. So, das da und das da. Buck mit Quill. Dann haben wir da schon mal so ein paar von. Und wir brauchen ganz viel Obsidian. Enchanter. Blub, bla, la, la, la. Buckenquill. Efficiency 5. Und kostet uns noch 29 Level. Ich werde so arm hier. Das Spiel macht mich arm.
So, was haben wir da noch? Joa. Halt, erstmal raus und dann. 1, 2, 3. Da haben wir genug dabei. Ah, so, 29, das heißt, wir brauchen so 60 Level, Pi mal Daumen. Halt, 1 früh, das lerne ich auch nicht mehr. So, und jetzt. 2, 3, 4, 5, 60 Level! Will ich, müssen wir hier mal wieder unsere kleinen Freunde mitlaufen lassen. Aber wenn die Crawling mit einer höheren Effizienz läuft, wird es vielleicht auch mal ein bisschen von der Energieverbrauch hier höher. Dann läuft das hier vielleicht auch alles wieder so ein bisschen mehr, wie es soll. 5! Und nochmal! Und ein paar Book and Quills für hier. Eieieiei. Teurer Spaß. Wo war jetzt? Ach, ich habe die Diamanten natürlich hier wieder reingehauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Stück. Und los geht's. So, sollte ganz, ganz weit reichen. Zack. 1, 2, 3. Rums, die Maus. Und ich glaube, ich brauche noch ein paar Level. verdammt! Böses Ding! Abüb! Keine Ahnung, gehen wir nochmal so 30 Level erstmal mit. Die sollten dann auf jeden Fall reichen. Alles für die Quarry, alles für den Dackelclub, für die Slimes natürlich. So. PGX mit Efficiency 3. Wir gucken nochmal, ob es doch stimmt. Efficiency 3, genau. Und 2 Efficiency 5. Efficiency 3. Lalalalalala. Das ist jetzt mal echt aber schön, dass man so die Ressourcen hat, dass man so ein doch teures Bauen dann mal ganz einfach machen kann. Das hat natürlich viel Schönes. So. Jetzt brauchen wir das hier natürlich noch. Zweimal. Dafür brauchen wir 8 Gold. Ich hoffe, wir haben noch so viel Gold. Hui. Glück gehabt. Und 6 Diamanten. genauso viel, wie wir noch haben. Ja, ich glaube, ich muss noch mal ein paar Diamanten abbauen. Gottchen, machen wir noch mal ein paar Diamanten. Die werden erstmal wieder Ewigkeiten reichen. Flups, weg. Welch ist der Spaß? 1, 2, so. Und zack. Und. Hä? Das Dress. Was? Moment. Efficiency 5, ja? Nochmal gucken. Okay. Anscheinend will das nicht hier drinnen funktionieren. Das wäre jetzt natürlich ultra böse, wenn da jetzt irgendwas nicht funktioniert. Aber es ist doch jetzt soweit alles richtig. Boah, zum Glück. Zum Glück. Huhuhuhu. Gut, wir können wieder ein bisschen Kram wegwerfen. Das brauchen wir nicht mehr. Das Kiste voll. Machen wir mal so rum. Dann machen wir mal das und das da rein. Wieder so ein bisschen hier voll. Und ein bisschen davon. Und ja, das da und das so. Und ich habe noch auf was Papier gehabt. Uiuiuiui. So, und jetzt haben wir hier das wieder leer. Und nun auf zur Quarry. Auf zur Le Quoi.
Fused Obsidian. Das ist natürlich, dass wir keine Upgrade-Base mehr haben. Ich würde dich ganz gerne... Das ist ja normalerweise... Gender Quality Upgrade Base. Hm. 4 Stück hiervon. Und einen davon. Nein. Ja, büb, büb, büb. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja gleich auch durch. Ja, ich bin auf jeden Fall durch. Guten Morgen. Ich bin die nachtige Schwester. Alter, bin ich durch. Und ja, hier, Transfer Notes. Mit denen kann man natürlich auch ganz viele tolle Sachen machen. Oh, da müssen wir mal gucken. So. Mach hoffentlich ganz schnell. Denn dann haben wir das geschafft. So, dann können wir mal gucken, wie es inzwischen unten aussieht. Und mal so ein bisschen von dem Glotz, der wahrscheinlich jetzt die Kiste schon zubelt, rauswuppern. Joa, die da zum Beispiel. Voll! Momento. Halt, stopp! Was hat die Quarry da... Die war gerade hier. Und was zum Teufel hat die da gerade abgebaut? Unsere Quarry will mich, glaube ich... Lass den Scheiß! Lass den Scheiß, habe ich gesagt! Bist du jetzt... Also... Hörst du mal... Auf und stirbst! Meine Güte! Ich weiß jetzt nicht so ganz, warum sie jetzt das doch gemacht hat. Aber das macht mir Angst und Bange. Das macht mir Angst und Bange gerade. Hier hat's alle stehen lassen nach oben hin. Warum aber hier nicht? Liege das hier dran? Ja, ich glaube, die holen wir gleich mal und dann... Ja. Ah, komm. Mal kurz hier irgendwo hin. Solche Umbaumaßnahmen wollte ich dann doch nicht haben. Ich glaube, ich setze zur Not noch mal ein bisschen tiefer unsere Quarry. Und hoffe einfach mal, dass das irgendein Fehler gewesen ist. Das gibt's ja mal jetzt. Da freut man sich, hey, sie baut nach oben hin das nicht ab. Und dann macht es doch und keine Ahnung wie und was und wo und warum. So. Ja, holen wir mal kurz. Gut, dass er noch nicht weitergekommen ist. Was willst du denn jetzt hier? Ich habe gerade keine Zeit für dich. Meine Quarry macht Scheiße. So, mal kurz den da. Und den da. Einfach nur damit hier... die Kisten weiterhin voll sind. Was können wir hier mal reinsetzen? Noch schnell. Auch mal einfach so. Solange es jetzt so Cleanstone abbaut, das Ding, soll mir ja sehr recht sein. Ja. Böses Ding! Böse Quarry. Ganz, ganz böse Quarry. So. Ich glaube hier, das war... Ach Gott, die hat auch abgebaut.
Herrgott, sag damit Kruzifix noch mal. Ja, so, da müssen wir mal kurz gucken, wo die Pillar sind. Hallo? Hallo? Fairfax, bist du's? Unsere Quarry macht böse Dinge. Muss man ja mal zugeben. Oh, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Das will ich sehen. Hier, geh wieder drauf. Scheiß Dorn, ne? So, Nein! So, komm her, du. Eieieiei. So, den da und dann müssen wir hier gucken. Kurz mal. Wie machen wir denn das jetzt mal? Ich habe ja hier noch ein paar Cobbles irgendwo liegen. Da. Die brauche ich nämlich mal grot. So. Jut, 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 jut. Verwirrt, verwirrt. Wenn nichts wird, wird. Ich glaube, die sitzt falsch. Ich glaube, die sitzen falsch, die Jungs. Das müsste, glaube ich, eher hier sein. Ja. Nein! Und da, dann stimmt das zumindest wieder. Und ja, dann noch hier, ne? Nee! Okay, böse Quarry. Ganz definitiv böse, böse kleine Quarry. Das hier sollst du auf keinen Fall abbauen. Wo zum Teufel ist der Holz? Da fehlt da noch irgendwie Holz. Oder beziehungsweise nein, fehlt nicht. Der ist... Der Boden ist hier. Der Boden ist da. War das denn so? War das so? Ich bin gerade verwirrt, verwirrt, verwirrt. Das bin ich ja meistens. Da, die da. Kleines, böses Quarrylein. Die hier auf keinen Fall abbauen. So. Damit ist das hier wenigstens wieder dicht. Und so halbwegs, wie es sein sollte. Ja. Ja. Ich wage es fast gar nicht, das Ding hier hinzusetzen. Wenn ich ehrlich bin, weil ich gerade echt Bammel habe. Und ich setze sie echt noch eine ganze Etage tiefer. Ja, oder auch nicht. Wenn ich mal was anders. Anders als man denkt und als es kommt. Das Problem ist, er muss ja nur noch hier. Das hat er ja ausgehoben. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Mir wird ganz Angst und Bange, vor allem wenn sie jetzt mit Hyperspeed abbaut.
was er jetzt noch da vielleicht für einen Murks und Morren macht. So, hier machen wir es mal. Okay, solange es Cleanstones sind, ist alles in Ordnung. Da ist auch übrigens das Holz. Wo kommt die jetzt her? Ah, ich wusste es doch. Böse Quarry. Böse. Ganz böse. Noch viel, viel böser. Und überhaupt. Fängt sie doch schon wieder an. Was soll denn das? Nein, das soll sie doch nicht abbauen. Ja, du willst dich doch trollern hier, oder? Nein! Come back to me, come back! Ja, was haben wir denn da? Was bist du denn? Ach, ist nur so einer. Schwierig zu sehen. So, da sind wir wieder oben. Bei einer blöden Quarry. Also das wird jetzt, glaube ich, so ein kleiner Krampf. Und er ist ganz böse, der Krampf. So, das dahin. Nein! Ah. Wir setzen sie einen kleinen Tick runter. Ah, hier kamen die Fackeln her. In der Hoffnung, dass er dann den Nonsens da nicht mehr treibt. So, Moin, komm her. 1, 2, 3. So, und jetzt hier wieder rüber. So, meine Güte, das ist doch ein Krampf hier. Ja, und wie dieser Krampf ausgeht, ganz ehrlich, das mache ich jetzt. Ich setze jetzt um, gucke, ob es funktioniert. Und wenn nicht, muss ich hier Gegenbaumaßnahmen machen. Weil, ja, ihr habt's ja gesehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich hat es euch gefallen. So, wenn irgendwas schief geht, das gefällt euch doch immer. Das weiß ich doch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.